Ein 60 Kilogramm schwerer Schlitten startet von einem Hügel aus 5 Meter Höhe und erreicht den Fuß des Hügels mit der Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde. Berechne die Energie, die an Reibungen verloren ging. Zuerst die Angaben. Die Masse M beträgt 60 Kilogramm. Die Höhe H beträgt 5 Meter und die Geschwindigkeit V beträgt 6 Meter pro Sekunde. Wir suchen die Energie, die an Reibungen verloren ging. Wir kennzeichnen diese Energie mit E-Index R und drücken sie natürlich in Joule aus. Um diese Energie herauszufinden, nutzen wir das Energieerhaltungsprinzip, das besagt, dass in diesem Fall die potenzielle Lageenergie des Schlittens oben gleich ist die verlorene Energie, die wir suchen, plus die kinetische Energie des Schlittens unten. Um diese potenzielle Lageenergie und diese kinetische Energie herauszufinden, wenden wir diese Formeln an. Und die führen dann in dieser Gleichung zu m mal g mal h gleich e Index r plus mv Quadrat halbe. Und demzufolge ist die gesuchte Energie gleich zu mgh minus m mal v Quadrat halbe. Wir ersetzen m da und da durch 60. Wir ersetzen g durch 9,81, wir ersetzen h durch 5 und v durch 6. Somit erhalten wir diese Rechnung, die zu 1863 führt. Also die an Reibungen verlorene Energie beträgt 1863 Joule.